Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Goldene Leben hier auf meinem Kanal, unser wunderschönes RP-Projekt. So, wir nehmen die letzten paar hundert, die 300 noch mit. So, ist zwar jetzt nicht die Welt, aber wir müssen ja noch einiges erledigen. Und diesbezüglich fahren wir jetzt den Kompost runter zu uns auf den Hof. Dann schnappen wir uns einen Teil von dem Weizen, den wir uns vom Herrn Stahl eingekauft haben, beziehungsweise die Sorghumhirse vom Hofer Franz aus der letzten Woche noch, den er uns ja verkauft hat. Gucken, dass dann unser Saatgut weiter produziert. So, dass wir dann da auf der sicheren Seite sind. Wir haben ja auch in der letzten Folge angefangen, dank eines kleinen Serverbugs, haben wir auf einmal Schafswolle gehabt, obwohl noch keiner von unseren Leuten Schafswolle produziert hat, beziehungsweise sie mir nicht verkauft hat. Hat man auf einmal, und Leerpaletten sind ja auch noch nicht wirklich produziert worden. Von daher, ja, müssen wir da jetzt mal schauen. So, da können wir jetzt hier die Abkürzung über den Fluss nehmen. Haben wir jetzt angefangen, schon mal Stoffrollen zu produzieren, damit wir dann da mal irgendwann endlich die Arbeitsklamotten produzieren lassen können, die uns dann nämlich richtig schön ordentlich Geld bringen. Und wir müssen ja noch schauen, wir haben ja ab morgen früh, dann ab 7 Uhr in der Früh, haben wir noch unseren zusätzlichen Kollegen, Mitarbeiter auf dem Hof, bei uns, der seine Sozialstunden noch bei uns abarbeiten soll. So, erstmal hauen wir hier den Kompost rein. So, dann holen wir uns die, ich meine, Sorghumhirse raus. Jo, Sorghumhirse, holen wir uns die noch aus dem Silo.
gleich mal hier schauen. Können wir den ersten Mineraldünger auch gleich mitproduzieren lassen. Melasse haben wir zwar nicht, aber das ist wurscht. So, Saatgut hat wieder genug. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, und dann haben wir noch die Mehlproduktion und die war jetzt, wo, apropos, was kriegen wir denn fürs Mehl allein überhaupt? Dann haben wir hier Mehl, ja, das bringt uns rein gar nichts. Also wir würden das andere Mehl produzieren, was haben wir denn da? Gerste, Hafer, ja gut, da bräuchte man aber auch Sorghum. Oder aber wir machen Vollwertkruste draus. Vollwertkruste, ja, Vollwertkruste. Da könnte man richtig Geld machen. Also wir brauchen Sonnenblumen. Da müssen wir mal schnell spionieren, ob irgendjemand Sonnenblumen anpflanzt. Sieht aber aktuell nicht so aus. Das ist da. Weizen, Weizen. Zuckerrüben. Den mal. Klingt doch gut. So, was sagt uns denn? Ja. Die Werte sind natürlich alles andere als toll.
Okay, düngen müssen wir noch. Düngen müssen wir und Unkrautvernichtung müssen wir machen. Okay. Okay, hat er denn irgendwas Brauchbares gerade? Hat er nichts, schade. Boah, dann rufen wir doch den mal an hier. Tesch-Apparat, die Hände des Vertrauens, das kann ich für Sie tun an dieser späten Stunde. Weidemann, der Unternehmer Ihres Vertrauens. Vergiss es, Alarm, Alarm! Was heißt der Alarm? Ich höre Alarm! Scheiße! Ich höre bei mir nichts. Ich höre bei mir Alarm, du. Ja, es ist schön, dass er den Alarm, dass du den Alarm hast. Ich höre bei mir keinen. Gut, Geschäft ist, hat Vorrang. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte zum zwei Spritzmaschinen. Ja. Und zwar bräuchte ich einmal die Kombi von Querneland, die Xtra. Moment, Spritzen. Ich bin blind. Da. Kombi? Ja. Kombi. Also den Fronthänger, also den Fronttank und den... Ich bin blind heute. So, welche nochmal? Mir hat Alzheimer. Die Querneland. Querneland, ach so, beide? Ja. Okay, machen wir. Und bei der Spritzanlage selber bitte die punktuelle Unkrautbekämpfung mit rein. Punktuelle, ja. Arbeitsbreite 24 Meter, 18, 28. Maste 24, dann ist eine glatte Zahl. Gut, alles klar, machen wir so, perfekt. So, und dann bräuchte ich parallel... Moment, ich muss mal kurz noch den Preis aufschreiben. So, das haben wir. Das haben wir auch. Was kommt noch dazu? So, dann bräuchte ich dazu noch... Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob da vom Ding her irgendwas drin ist. Von Hardy... die Aeon 5200 ohne Lenkachse. Aeon... 4500 ohne Lenkachse. Ne, 5200 ohne Lenkachse. Meine Ohren. Mir ist alt. Mir wird Feierabend. Ja. Es geht nicht, das ist nicht die. So da hinten. Ohne. Ja. Also die Aeon 5.2 Delta ohne Lenkachse. Genau, Delta Force ohne Lenkachse, richtig. Genau. Farbe würde ich sehr ganz gerne in. Muss ich gerade mal schauen. Fahrgestellfarbe oder? Tankfarbe. Ja. Tankfarbe, dann nehmen wir mal. Nehmen Sie pink? Nein. wir nehmen sie in. Im Lemkenblau. Lemkenblau. Schick ist halt sonst der Rest. Die Details machst du auch in Lemken. Jo. Oh, der Schriftzug, den kannst du leider nicht ändern. Bereifung Michelin. Michelin. Mhm. Und die Reifenvariante. Nehme ich die. Nee, dann nehmen wir ruhig die höher sind. Die 380er R542. RS42. Also bei mir steht R54, aber wenn ja, das... Ja, R54, genau. Ja, immer. Genau, also 380, 90, RS4 oder R54, 2. Ja, genau, richtig. Genau, punktuell brauche ich da nicht. Jo, Arbeitsbreite bleibt so bei 27 Meter? Ja.
Lass mal so. Okay. Kennzeichen, nehme ich. AMW. Genau, AMW 25 250. Alles klärchen, du weißt Bescheid. Genau. Jut, So, und dann bräuchte ich bitte auch für die entsprechenden Gerätschaften, die ich bestell die bei dir dann bitte gleich komplett befüllt. alles klar, machen wir so. In die Ähren, die wir jetzt gerade gemacht haben mit dem Blau, Ja. da bitte Flüssigdünger. Ja. Und in die anderen Geräte Pflanzenschutz. Gut, alles klar, weiß Bescheid. Super, wenn du fertig bist, wenn du da hast, sagst Bescheid. Jo, mach ich. Tschüss, Super, tschüss. tschö. So. Mal schauen, was wollten die jetzt hier? Keine Zeit. So. Dann haben wir das nämlich. pH-Wert, das ist Kalk, das passt. Unkraut, Stickstoff, das haben Jo, was haben wir hier? Ah, das ist eine Wiese, oder? Ne, Hafer. Samuel Egger. Gucken, was soll denn das kosten? 200.000. Jo, ging ja flott, Junge. Ja, mir hat noch eine Frage. Die hat echt heute Alzheimer. Also in der blaue kommt Flüssigdünger rein und der andere, was war das nochmal? Herbizid, Pflanzenschutz. Gut, alles klar, weiß Bescheid. Jo, danke. Jo, bitte, tschüss, tschüss. Tschö. So. Trecker müssen wir noch zum Ummelden. So. Aber wir können dann schon mal noch was vorbereiten, abschließend, weil wir haben jetzt gerade so nichts mehr zu tun. Dementsprechend.